Guten Morgen. Ich habe schon meine Schuhe getrocknet. Das Wetter ist ein bisschen besser. Es ist zwar immer noch so extrem windig, aber der Regen hat aufgehört. Der Himmel sieht ganz okay aus. Und heute Nacht war es noch richtig schlimm. Also ich glaube, es ist noch schlimmer geworden als das, was ich gefilmt habe. Ja, und dann geht's weiter. Da war ich gestern, beziehungsweise heute. Da vorne fährt kaum jemand durch die Straße hier oder durch die Überbrückung. Und ja, hier zieht nur der Wind. Zieht der extrem lang und ich mache jetzt, dass ich zusammenpacke, weil mir ist Push und ein bisschen sputen und dann geht's weiter. Da steht's! 60 Kilometer nur noch! Ja, mach gerade eine kleine Pause hier beim Extramarkt. Hier gibt es leider kein WLAN oder hier gibt es zwar WLAN, zwei offen, aber irgendwie funktionieren die beide nicht. Ein bisschen müsli. Es regnet wieder. Da hinten ist aber irgendwie hell und der Wind kommt von da. Ich denke mal, das ist nicht so lange. Bin jetzt hier gerade bei so einem Schild angekommen, das ist ganz interessant. Und zwar sieht man, dass ich gestern von Elwanger, bin ich glaube ich hier hingegangen. Am See vorbei, so rum, stand hier und jetzt bin ich hier. Jetzt geht es hier Richtung Trondheim Lufthafen, also Værnes, weiter. Und was noch recht interessant ist, man kann, wenn ich über die Insel gegangen wäre, diese eigentliche Route, dann ist hier eine riesen, tolle, wunderbare Übersicht. Und zwar wäre ich dann wohl hier hinten rüber gekommen, wäre hier lang gegangen an der Küste, die Insel Frostal. Und dann sieht man hier überall, wo man einkaufen kann. Ja, Blumengeschäft, Strand, dann sieht man hier den Strand wieder aus. Ich glaube, hier ist auch ein Campingplatz hier vorne, also für die Camping machen wollen. Hier ist auch noch ein Einkaufsmarkt, also man kriegt einen richtig guten Überblick. Hier ist noch die Kirche über die Insel. Und ich wäre dann von der Landspitze hier vorne, Tautra, wäre ich dann direkt runtergefahren nach Trondheim. Aber wie gesagt, die Fähre fährt leider nur bis zum 22. August und wo, so wie ich das mitbekommen habe, Mittwoch und Sonntag nur oder irgendwie sowas. Sehr schade, wäre sehr schön gewesen. Aber ja, jetzt gehen wir den anderen Weg. Bin jetzt hier die Straße weitergegangen und bald bin ich am Meer oder auch am Fjord. Allerdings gab es hier noch so ein Ding, das wollte ich mal zeigen. Echt amerikanisch, bla bla bla. Und zwar haben wir so eine coole alte Karre. Mit Sträfling. Fand ich ganz cool, weil man da sowas noch nie gesehen hat, so live irgendwie. Ja, und man sieht die, kennt die immer noch aus den Filmen von Bud Spencer oder was ich was. Hier kommen Einschusslöchern. Ja, ja auch. Wunderbar. Klasse. Und nochmal.
Liebe Leute, ich bin in Stjørdal und ich war schon einkaufen beim Kiwi-Markt. Jetzt, ja, habe ich eine Überraschung. Da. Ich bin wieder zurück auf dem Urlaubsweg. Yeah, auf jeden Fall, total geil. Das heißt, ich habe circa 2 Tage nicht auf dem Weg verbracht und habe einen kleinen Umweg gemacht. Aber dafür habe ich jetzt Lepanger mal gesehen, was direkt an der Küste liegt und den anderen Weg beinhaltet, also diesen Küstenweg. Ja, und jetzt geht es wieder zurück auf den anderen Trail. Umgerechnet, also Straße wären es noch in etwa 36 Kilometer bis Trondheim. Wie es jetzt mit dem Weg aussieht, bin ich gespannt und warte mal auf das nächste Schild, was da drauf steht. Ich bin jetzt wieder auf dem offiziellen Weg. In der Stadt war zwar auch schon so ein Zeichen, allerdings war das, glaube ich, für irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt nach der Karte gerichtet und habe hinter Stjørdal, also wo der Flughafen von Trondheim ist, habe ich jetzt wieder den richtigen Weg und habe auch den genommen, der durch die Berge so ein bisschen geht und für Fußgänger ist, also nicht für Fahrradfahrer. Da bin ich jetzt gespannt. Angekommen. Ui. Zu Trondheim angeblich 45 Kilometer. 45 Kilometer. Ja, ich denke, das passt. 2020 und den letzten Tag 5. Hört sich doch gut an. Der Weg hat sich den ganzen Berg hochgeschraubt. Wenn ich jetzt anhalte, kann ich nicht mehr weitergehen. Aber da geht's endlich in den Wald. Und hoffentlich ist da eine Raststätte. Rastplatz, das wäre super. Wo man sich hinsetzen kann. Eine kleine, kurze, freie Fläche. Wo ich Zelt aufschlagen kann. Oder vielleicht sogar eine Hütte. So, ich habe absolut keinen Bock mehr. Ich bin die letzten Meter auch noch barfuß gelaufen, weil es hier so matschig ist und man voll versinkt. Mir reicht es jetzt, ich kann nicht mehr, meine Füße tun weh. Ich schlage jetzt hier auf dem Weg, auf dieser leichten, von da kommt ein Weg, der geht nach da weiter und hier oben kommt einer und hier schlage ich das Zelt auf, weil genug, Schluss. Morgen sehen wir weiter. Morgen, übermorgen soll die Sonne scheinen, also super. Kein Problem mit Nässe. Barfuß kann ich auch, oder ist auch eine schöne Fläche. Mal, komme ich da hin? Aha, hier war mal ein Weg. Achtung, in keine Pilze treten. Nee, hier ist mir zu weich und zu moderig. Schlag das hier oben auf. Ich habe es mal zusammengerechnet. Heute bin ich 33,8 Kilometer gelaufen. Ich höre jetzt noch Hörbuch, esse gleich ein paar Bananen und dann schauen wir mal weiter. 7:30. Ich sage dann mal gute Nacht. Ich habe ein paar Bananen, Datteln und restliche Rosinen gegessen. Eine Packung Rosinen habe ich noch. Ich werde jetzt noch ein bisschen Hörbuch hören weiter und dann schlafe ich. Euch wünsche ich eine gute Nacht. Wenn euch das Video gefallen hat,
lasst mir einen neuen Pin nach oben da. Wenn ihr mögt, gerne noch einen Kommentar und abonniert den Kanal. Wir sehen uns morgen wieder.